zurück an meinem gemütlichen Baum. Noch gemütlich hinhocken, ohne die Kamera umzuschmeißen. Geschafft. Jetzt mein Buch dreckig. Naja, macht nichts, weil ich muss jetzt noch folgende wichtige Sache ergänzen. Immer noch nicht gerade. Ich glaube so. Also mehr oder weniger. Denn das Ding ist getrennt geschlechtlich, sage ich jetzt mal. Soll heißen, es gibt männliche und weibliche Exemplare von diesem Strauch, Baum oder was auch immer, also Ilex halt. Und nur die Weibchen, in Anführungszeichen, die haben diese tollen roten Beeren, die so dekorativ aussehen. Und es ist jetzt ganz interessant, dass wenn man mal zu der Zeit, wo die tollen roten Beeren dran sind, durch einen Ilex-reichen Wald streift, ich suche nebenher meine Handschuhe, nicht wundern, dann stellt man fest, dass es irgendwie scheinbar ein sehr unausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Ilexen gibt. Die Weibchen sind nämlich relativ selten, die weiblichen Exemplare. Die allermeisten Ilex-Sträucher, die man finden kann, haben eben keine roten Beeren. Und das, geht man davon aus, ist eben eine Folge, weshalb das Ding auch wieder unter Schutz steht, dessen, dass man halt eben gerne zu dekorativen Zwecken an Weihnachten sich halt eben solche entsprechenden Ilex-Zweige mit roten Beeren abgeschnibbelt hat, um die dekorativ ins Haus zu legen. Daher kommt auch der englische Name von der Pflanze, nämlich Holly oder Holly oder wie auch immer man das ausspricht, das weiß ich leider nicht. Aber man schreibt es H-O-L-L-Y. Ja, darf sich jeder überlegen, wie man das ausspricht. Aber auch da der deutliche Bezug zu dem Holy, also heilig. Und das ist halt auch eben in entsprechend englischsprachigen Raum als, ja, in irgendeiner Form mythologisch wichtiges Sträußlein verwendet worden. Interessanterweise ist das auch wieder so ein Fall, so ähnlich wie bei Ostern, das ja ursprünglich genauso ein keltisches Fest gewesen ist, wie es jetzt ein christliches Fest ist, wo man halt quasi den vorhandenen Brauch übernommen hat und christianisiert hat und dann halt eben zufällig die Auferstehung bzw. der Tod und die Auferstehung Jesu seltsamerweise auf den gleichen Punkt fällt, an dem die Heiden vorher irgendein heidnisches Frühlingsanfangfest gefeiert haben. Daher auch die Sache mit den Eiern. Das hat überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun. Aber ich bin da überhaupt kein Experte. Das ist nur ganz am Rande angemerkt. Und man merkt es halt eben jetzt auch bei diesem Ilex, der nämlich den Kelten enorm wichtig gewesen ist und war da ein heiliger Baum, hat auch in irgendeiner Form was mit dem Sterben und dem Reich der Toten irgendwie in irgendeiner Form zu tun. Das ist ja bei vielen Baumarten so, Esche, Eibe, Ilex und so weiter. Ja, und da hat man eben auch solche Büschel von diesem Ilex wohl irgendwie genommen, um damit böse Geister zu vertreiben. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau. Ich weiß, das werde euch wahrscheinlich interessieren, aber deswegen lese ich jetzt nicht nochmal das ganze Buch hier. Ja. Gut, jetzt habe ich ja eben diese tolle Kamerafahrt da gemacht. Und die wollte eben dazu dienen, eben euch zu zeigen, dass tatsächlich die Blätter weiter oben an dem Ding kaum noch oder deutlich weniger Stacheln dran haben, als das bei den Blättern unten der Fall ist. Und dazu gibt es jetzt eine plausible und einen Haufen andere Theorien. Und ich möchte jetzt wirklich mal ein paar davon nennen, einfach um mal ein bisschen darauf einzugehen, wie interessant dieses Phänomen offensichtlich für die Wissenschaft gewesen sein muss, dass es da so viele Untersuchungen zu gibt, wo sich so viele wichtige Leute wahnsinnig Gedanken dazu gemacht haben, warum zum Geier ist das so? Warum unten Stacheln, oben nicht? Vielleicht hat der eine oder andere jetzt beim Zuschauen schon eine tolle Theorie, warum das so sein könnte, weil wozu sind denn diese Stacheln überhaupt gut, ne? Damit sie stacheln, ist ja irgendwo relativ einfach zu erklären. Und die naheliegendste Theorie besteht einfach darin, ja, der Baum legt sich nur unten Stacheln zu, weil oben frisst keiner. Giraffen haben wir ja nicht. Das ist so der plausibelste Ansatz. Aber wie gesagt, das hat so sehr die Kollegen beschäftigt, dass es da noch einen Haufen andere Ansätze gibt. Und dafür muss ich jetzt noch mal kurz was nachlesen. So, die noch plausibelste der nicht ganz so plausiblen Theorien ist die, dass die Bestachelung ein Mangelsymptom, also die fehlende Bestachelung quasi ein Mangelsymptom darstellt. Weil man nämlich
empirisch zweifelsfrei nachweisen kann, dass statistisch gesehen die Blätter, die zu Beginn des Austriebs gebildet werden, also da, wo quasi noch Ressourcen aus dem Winter da sind und der Baum jetzt aus dem Föllen schöpfen kann und im Frühjahr so richtig loslegt mit neuer Blattproduktion, also er macht ja immer nur ein paar zusätzliche neue Blätter, weil er hat ja die aus dem Vorjahr ohnehin noch. Aber trotzdem kann man feststellen, die zuerst gebildeten Blätter haben mehr Stacheln als die später im Jahr gebildeten Blätter, wenn die Ressourcen nicht mehr ganz so üppig sind. Und deshalb ist es eben die Theorie, das ist ein Mangelsymptom. Er macht dann keine Stacheln mehr. Oder sie sind ja zweigeschlechtlich, die Dinger, ne? Also unterschiedlich geschlechtlich. Wenn halt eben die Ressourcenverfügbarkeit nicht mehr optimal ist. Ein weiteres Indiz, was für diese Theorie sprechen würde, wäre, dass der Haupttrieb, also der Terminaltrieb, der immer schön nach oben wächst und quasi den späteren Stamm auch ausmacht, wenn man das so möchte, der hat fast immer nur Blätter mit Nadeln. Also mit Stacheln. Oh Gott! wie habe ich das eben genannt? Peaks-Objekte? Ich weiß es nicht mehr. also das ist noch die plausible Theorie unter den nicht ganz so plausiblen Theorien. Und das kann man empirisch so nachweisen. Mag vielleicht zusätzlich noch so sein, aber ist sicher nicht der einzige Grund wegen der unten und oben. Und also das mit den Tieren, ich glaube da fest dran, dass das stimmt. So, und dann gibt es noch drei nicht so plausible Theorien, weil sie nämlich genau das Gegenteil, was die Theorie besagt, auch schon nachgewiesen wurde. Da heißt es dann also Aussage gegen Aussage. Der eine Forscher sagt, es ist so, der andere Forscher sagt, nee, es ist genau das Gegenteil. Und zwar, angeblich soll die Bestachelung dann abnehmen, also die Bildung der Stacheln, wenn es ein Jahr ist, in dem viele Früchte gebildet werden, weil dann stehen weniger Ressourcen für Stacheln zur Verfügung, weil die Ressourcen für die Früchte gebraucht werden. Klingt jetzt erstmal plausibel, das Problem ist bloß, dass ein anderer Forscher eben genau das Gegenteil behauptet, dass dann, wenn viele Früchte gebildet werden, auch viele Stacheln gebildet werden, wahrscheinlich um die Früchte dann besser schützen zu können, dass da auch die richtigen Tiere, nämlich Vögel, drankommen und nicht die falschen Tiere, nämlich nicht Vögel. Also irgendwie theoretisch der Waschbär, was weiß ich, der aber nicht einheimisch ist. Deshalb hat die Pflanze wahrscheinlich nicht mit dem Waschbär gerechnet. Der Fuchs, frisst der Fuchs, das müsste man jetzt mal genauer untersuchen. Gibt es Füchse, die Ilex-Bären fressen? Da kommen die ja nicht wirklich dran, eben aufgrund der Stacheln. Aber vielleicht haben sie das früher, bevor es noch, als es noch keine Stacheln gab, evolutionär. Wer weiß, wer weiß. Dann gibt es die nächste Theorie. Die besagt, dass die Bestachelung dazu dient, die effektive Blattspreite zu verkleinern. Sprich, die insgesamt vorhandene Blattfläche wird kleiner, wenn ein Teil des Blattes eben nur aus diesem Stachelrand besteht. Und das soll ein Verdunstungsschutz sein, der wichtiger eben ist, beziehungsweise der im oberen Kronenbereich braucht man ja weniger Verdunstungsschutz, weil man ja da eben den Hauptanteil der Photosynthese macht, als im unteren, was irgendwie nicht plausibel klingt. Und auch da gibt es jetzt wieder eine andere Theorie, die exakt das Gegenteil besagt, dass die Blätter oben nicht so sehr bestachelt sind, weil sie dann mehr Schatten werfen, also insgesamt eine größere Blattspreite haben. Und Schatten werfen ist immer gut gegen alle Pflanzen, die da unten noch so rumkreuchen und einen eventuell überwachsen wollen. Also Verwirrung. Und die letzte, noch weniger plausible Theorie, die besagt einfach nur, dass ältere Blätter, also an älteren Pflanzen der Teile, Quatsch, an älteren Teilen der Pflanze, so rum, weniger Stacheln dran haben, einfach weil das Ding jetzt inzwischen alt geworden ist und das kriegt es nicht mehr auf die Reihe, Stacheln zu produzieren. Aber das kann man empirisch tatsächlich gar nicht nachweisen. Das ist also wirklich nur eine super schwache Theorie und widerspricht allen möglichen anderen Untersuchungen anderer Leute. Gut, aber das war jetzt eben halt nur mal dazu da, um wirklich mal darauf hingewiesen zu haben, wie viele Leute und wie viele Theorien es zu dieser doch relativ unscheinbaren, wirtschaftlich überhaupt keine Rolle spielenden Baumstrauchart hier eigentlich gibt. Die hat wirtschaftlich noch nie eine Rolle gespielt. Also man ist noch nie hergegangen und hat aus dem Holz irgendwelche nennenswerten Werkzeuge oder Ähnliches hergestellt. Wobei das durchaus ginge.
Okay, und dann können wir den Rest relativ überschaubar halten, weil jetzt muss man natürlich noch ein paar Takte zum Holz verlieren und standardmäßig sage ich ja auch immer ein bisschen was zur Rinde bzw. Borke der einzelnen Arten. Und das ist in diesem Fall relativ bemerkenswert, wenn man sich mal die jüngeren Zweige anguckt. Ich habe es jetzt nicht gefilmt und stehe jetzt deswegen nicht nochmal auf. Da müsst ihr dann schon selber in den Wald gehen und euch so ein Ding suchen. Stellt man relativ bald fest, dass die jüngeren Triebe alle grün sind. Und wie alles, was an einer Pflanze grün ist, bedeutet das, dass die dann auch Rindenphotosynthese entsprechend betreiben können. Ist ein gar nicht so seltenes Phänomen. Das findet man immer mal wieder bei verschiedenen Pflanzen, die entsprechend grüne Triebe haben. Ist natürlich auch was ganz Normales bei krautigen Pflanzen, ne? Also so ziemlich alles, was an Blume in Anführungszeichen so auf dem Waldboden rumsteht, hat ja auch grünen Stängel. Und der macht auch Photosynthese. Aber auch bei Holzpflanzen ist es halt eben möglich, dass sie zwar einen Holzkern, aber darum doch noch eine photosynthesefähige Rinde bilden, solange es sich halt eben um sehr junge Zweige handelt. Das geht dann wahrscheinlich bei den allermeisten Pflanzen, die das halt eben können, geht das nach ein, zwei, spätestens nach 3 Jahren dann auch entsprechend verloren. Und dann gibt es da genau die gleiche, wenn auch sehr dünne Rinde wie am Rest der Pflanze auch. Ah, das Ding ist hervorragend in der Lage, Stockausschlag zu betreiben. Soll heißen, wenn man da irgendwas absäbelt, das wächst alles nach. Deshalb ist ein nicht wild wachsender Ilex, also die Gartenform, wenn man sich das Ding irgendwo in der Baumschule bestellt und in den Garten pflanzt und so weiter, da steht natürlich nicht unter Naturschutz. Geschützt sind nur die wildlebend im Wald stehenden Exemplare. Und das soll heißen, wenn man in einer Survival-Situation unbedingt eine stachelige Hecke um sein Lager haben möchte, dann könnte man sich theoretisch da relativ gut eine Ilex-Hecke anlegen, weil nämlich durch die Stockausschlagfähigkeit vom Ilex es auch relativ einfach ist, da Stecklinge von zu gewinnen. Ganz grob erklärt, das mache ich irgendwann auch nochmal ausführlicher und ich muss sagen, das muss ich auch wieder nachlesen. Bei der Stecklingsvermehrung habe ich nämlich nicht aufgepasst im Studium. Aber ganz grob gesagt muss man da einen möglichst potenten Ast, ist was eher Junges, von der Pflanze abschneiden und ihn richtig rum in den Boden stecken. Richtig rum heißt, das Ende, das vorher gegen Himmel gezeigt hat, nach oben und das Ende, das nach unten gezeigt hat, also in Richtung Wurzel, auch wieder nach unten. Und dann ist es tatsächlich, das ist bei Pflanzen relativ bemerkenswert, bei vielen Arten dann noch möglich, aus somatischen, relativ ausdifferenzierten Zellen noch ein völlig anderes Gewebe zu machen, wie eben aus einer Sprosszelle tatsächlich noch eine Wurzelzelle sich wieder zurückdifferenzieren und dann neu ausdifferenzieren kann. Und wirklich eine sehr bemerkenswerte Sache bei Pflanzen wäre auch mal wieder ein einzelnes Video wert. Es ist schlimm. Hoffentlich werde ich alt genug, um den ganzen Scheiß zu erzählen, den ich irgendwann mal erzählen muss. Also das wäre die Sache mit der Stecklingsvermehrung. Ganz, ganz grob probiert es halt einfach aus, wenn ihr in einem Survival-Szenario seid und eine stachliche Hecke um euer Lager haben wollt. Ich finde die Idee, ehrlich gesagt, gar nicht mal so blöde. Nehmen wir mal an, wir unternehmen zum Beispiel irgendeine mittelalterliche Rundwallanlage, die gibt es ja hin und wieder mal im Wald. Die sind per se ja relativ gut zu verteidigen und dann so eine richtig schön stachliche Ilex-Hecke da drumherum. Da soll erstmal einer durchkommen, vor allen Dingen ohne dabei einen Heidenlärm zu veranstalten, ohne sich irgendwelche die Klamotten oder sonst was zu zerreißen. Vielleicht gegen Zombies nicht so hilfreich, weil die verspüren ja in der Regel keinen Schmerz, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ich finde die Idee irgendwie ganz lustig. Holz. Holz ist tatsächlich so, dass wenn man es dann nutzen möchte, es eine hervorragende Eigenschaft, ja, hervorragende Elastizität und Festigkeitseigenschaften hat. Es ist auch ein relativ hartes Holz. Auf gut Deutsch, es eignet sich prima für Werkzeugstiele. Das wäre jetzt so die eine brauchbare Anwendung, die einem jetzt vielleicht einfallen könnte. Für den Zweifelfall ist es auch entsprechend ein potenziell guter Knüppel, Speer oder Stiel für irgendwelche Tomahawk oder was auch immer man sich da ausdenken mag. Da gibt es ja auch so einfach schlicht und ergreifend einen Wurfstock, also einen Stock und den schmeißt man. Und an archaischen Waffen, für all solche Anwendungen ist es prinzipiell ein gutes Holz. Zum Bogenbau wurde es nie verwendet, weil dafür ist es dann wohl nicht elastisch genug. Man kann natürlich auch diverse Drechselarbeiten damit ausführen und da irgendwelche sehr schönen, teilweise auch überaus dekorativen Gegenstände mit herstellen.
Aber das ist ja so ohnehin nur ein Thema, was rein theoretisch eben relevant ist, weil das Ding ja, wie gesagt, unter Naturschutz steht und deswegen, ne, Finger weg. Man muss übrigens allerdings auch sagen, dass der Ilex wirklich so ein Paradebeispiel darf, eine Art, jetzt im Pflanzenbereich, darstellt, wo ein simples Unterschutzstellen tatsächlich genau die richtige Strategie ist, um Ilex helfen zu können. Denn das Problem des Ilex, weshalb der weniger geworden ist und Schwierigkeiten mit der Vermehrung bekommt, weil die Damen eben abhanden kommen, liegt einzig und allein daran, dass wir als Mensch eben uns da dauernd was abgeschnibbelt haben von dem Teil. Und das ist auch schon wirklich tatsächlich der einzige Grund. Und da ist es dann wirklich so, wenn man verbietet, das Ding anzurühren und abzuschnibbeln, dann hat man auch schon den einzigen Grund, weshalb das Teil Schwierigkeiten hat in der Verbreitung, damit ausgeschaltet. Und ich meine es tatsächlich auch jetzt in den letzten 20 Jahren, seit ich hier den Ilex-Bestand beobachte, gefühlt wahrnehmen zu können, dass das wieder mehr wird. Und ich meine auch, gefühlt mehr rote Beeren zu entdecken, als das früher der Fall gewesen ist. Was ja ein gutes Zeichen ist. Ah, nochmal zu den roten Beeren zurückkommen. Es ist so, dass es zwar natürlich logischerweise bei einem Angiospermen-Laubbaum also durchaus möglich ist, dass der sich sexuell eben über Samen fortpflanzt, aber es ist wohl wirklich ein ausgesprochen seltenes Ereignis vergleichsweise, dass der Ilex das tatsächlich eben auch tut. Also sprich, die Zahl der Nachkommen, wenn man sie so nennen möchte, die auf diesem Wege entstehen, ist deutlich, deutlich geringer als die Zahl der ja, vegetativen Nachkommen, weil das Ding halt eben so wahnsinnig gut im Stockausschlag ist. Dass dann vielleicht auch eventuell, ich weiß nicht, ob Wurzelbrut möglich ist, das würde dann bedeuten, dass von der Wurzel aus ein zusätzlicher Trieb irgendwo hochwächst und sich daraus also ein völlig neuer Stamm entwickelt. Genetisch allerdings exakt identisch mit der Mutterpflanze, wenn man die dann überhaupt so nennen möchte. Also einfach nur ein Klon. Und ja, ein Auswüchser der ursprünglichen Pflanze. Die sehen zwar aus wie zwei, sind aber miteinander verbunden, werden das auch ihr Leben lang vermutlich sein und haben exakt die gleiche DNA. Das ist so der Regelfall eben, wie sich so ein Ilex-Bestand gerade an einem Standort ausbreitet. Es könnte also durchaus gut möglich sein, dass jetzt in dem Wäldchen, in dem hier ich hocke, vielleicht nur insgesamt 4 oder 5 unterschiedliche Individuen rumstehen, auch wenn es eine relativ unüberschaubare Zahl an ja, Sträuchern ist, die da so als einzelnes Exemplar rumstehen. Müsste man theoretisch mal untersuchen. Leider habe ich kein Polymerase-Kettenreaktionsgerät rumstehen und auch keine Zentrifuge und keine, wie heißen diese kleinen blöden Gläser? Weiß ich gerade nicht. Und Pipetten braucht man noch gute und ja, ich habe halt kein biotechnologisches Labor im Keller. Wäre eigentlich cool. Ich könnte noch eine Ecke könnte ich theoretisch, ich könnte in meiner Sportecke noch eine Ecke freimachen für ein biotechnologisches Labor. Ich habe noch was vergessen und zwar so ein paar kleine wissenswerte Details, nämlich Goethe, also der Faust Goethe, hat das Ding auch wieder interessant gefunden. Es ist immer wieder faszinierend, gerade also jetzt für mich, der ich mich auch so ein ganz kleines bisschen mit entsprechender Literatur, wie eben gerade Faust, habe ich schon mehrfach gelesen und finde das immer noch genial, auseinandersetze, ist es für mich immer sehr faszinierend, wie viel und wie intensiv sich Goethe auch mit der Natur beschäftigt hat. Ich meine, der Mann war ja ein Dichter, einfach gesagt, und in keinster Weise irgendwie Botaniker oder sonst was, aber er hatte schon einen gewissen Hang in Richtung des Universalgelehrten. Man spricht ja immer bei den Universalgelehrten von Leonardo da Vinci als dem letzten, den es da gegeben hat, aber also so Ansätze eines solchen weist, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, für mich auch Johann Wolfgang von Goethe auf. Finde ich sehr interessant. Jedenfalls hat er das Ding erstens mal wieder ein Gedicht dazu geschrieben. Das habe ich leider nirgendwo gefunden. Ich habe es neulich mal gesucht. Und das Teil als wilden Lorbeer bezeichnet. Eine, wie ich finde, erheblich bessere Bezeichnung, so rein von der Optik her, als Stechpalme. Weil Palme, der Bäh. Also ja, ich habe ja schon erklärt, wo das herkommt. Aber trotzdem, wilder Lorbeer, top. Dann, das Ding wächst wirklich extrem langsam.
Da habe ich jetzt keine genauen Massendaten dazu, aber da könnt ihr wahrscheinlich sowieso nicht allzu viel mit anfangen. Bemerkenswert ist allerdings, dass ältere Exemplare pro Jahr dann bloß noch an neuem Material einen einzigen Trieb mit 5 Blättern ausbilden. Also Blattzuwachs pro Jahr 5 Stück. Also das ist wirklich bemerkenswert langsames Wachstum. Es windet gar sehr ein wenig. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen. Ja, und dann wäre da noch die Sache mit den Standortansprüchen anzusprechen. Ich habe ja schon gesagt, Boden ist dem Ding völlig egal. Das wächst auf nahezu jedem Boden, der jetzt nicht irgendwie wirklich absolut lebensfeindlich ist, wenn man das so sagen kann. Hingegen Probleme stellt Frost möglicherweise da, wobei man sagen muss, auch wieder alte Exemplare vom Ilex halten bis minus 25 normalerweise relativ gut aus. Es wird dann schwierig, wenn sie nicht im Unterstand rumstehen und keine schützende, isolierende zusätzliche Baumschicht über sich drüber haben. Kann man nämlich ganz gut bemerken, auch bei Pflanzenteilen, die bei sehr jungen Exemplaren, die sind noch nicht so frosthart, aus dem Schnee herausragen. Dann im Frühjahr ist das dann relativ gut zu beobachten. Unterer Teil der Pflanze, der vermutlich eben unter der Schneedecke gelegen hat, dem geht's prima. Der ist im Frühjahr quietschfidel und entsprechend grün und vital. Und die Äste, die offensichtlich nicht mehr im Schnee waren, die sind dann braun. Also wenn man bei einem niedrigen Ilex, der halt eben noch, wie gesagt, jung ist, das mal bemerkt, das war dann ein entsprechend zu großer Frost. Das kann auch natürlich damit zusammenhängen, dass die Temperaturen direkt über der Schneedecke nochmal den kältesten Punkt darstellen in einer entsprechenden Winternacht bzw. am frühen Morgen. Und da reicht es auch schon, wenn halt bei so einem jungen Exemplar die Temperatur einmal kurzfristig unter grob minus 18, das ist natürlich nur ein Durchschnittswert, fällt und dann sind die Blätter gerne mal hin. Auch ist Trockenheit für eine ursprünglich aus dem mediterranen Raum kommende, also aus dem atlantisch geprägten Raum kommende Art immer so ein gewisses Problem, weil die ja schon meistens in irgendeiner Form ein wenig Wasser verfügbar hat. Und wenn es dann mal so richtig trocken wird und auch da wieder, wenn der Schirm, der isolierende, oben drüber fehlt, dann kann auch das zum Problem werden. Also damit ist es halt eben auch so ein bisschen die Ausbreitung begrenzt. Längere Trockenperioden, die häufiger vorkommen im Sommer, das übersteht sie dann nicht mehr. Und entsprechend richtig kalte Temperaturen, auch nur vereinzelt im Winter, das übersteht sie dann auch nicht mehr, die Art. Ihr seht, Ben ist nicht gut vorbereitet heute. Aber ich glaube, es ist auch genug. Jetzt können sich sowieso keine alles merken. Deswegen soll es das gewesen sein. Ich entschuldige mich für eventuelle Sprachfehler, die heute etwas häufiger auftreten als sonst. Das liegt daran, dass ich Durst habe und nichts zu trinken dabei und dann klappt es mit dem Quatschen teilweise wegen trockenem Mund nicht so gut. Bis zum nächsten Mal.